Gut. Na denn. Die Kinder sind wieder da. Meine Güte. Wow. Die Kinder sind wieder da. Will sie nicht. Nee. Alles wieder auf normal zurückgesetzt. Da liegen schon wieder Chips rum. Alle toll mit Süßigkeiten. Und ein Gebabbel und Gewabbel. Ich Ja. hab den Schatten nicht aufgeräumt. Ne? Ja, der wird dann wieder zugemacht später, ne? Dafür haben wir ihn ja gekauft. Damit hier ein bisschen mehr Ordnung herrscht. Anouk schafft das Gegenteil. Naja. Ach ja, diese Ruhe. Wo ist der Roller da? Ich gehe mit den Kiddies heute fahren. Und zwar nicht mit den kleinen Kiddies, sondern mit Leon und seinem Freund. Komm, was Anouk da will, ist schon wieder weg. Na gut, ich bereite mal vor. Tasche ist gepackt, Bordwerkzeug ist drin, Schloss ist drin. Geld muss ich ein bisschen was mitnehmen und dann geht's los. So. Ich bin vorbereitet. Tada! Wann gehst du denn eigentlich los? Bald. Wolfgang, was gibt's Neues am Badesee? Am Badesee. Badesee können, sagten sie, ist der schönste See der Welt. Oh, der schönste See der Welt? Ja, da haben sie das schönste, ja. Oh, der Thomas sieht das auf Yacht. Eine Kamera und so. Schlachtensee zum schönsten der Welt gekürt, zum schönsten was? Badesee. 12.000 Seen gibt es in Deutschland und der schönste soll der Schlachtensee sein. Und wir machen gleich daraus Schlachtensee zum schönsten der Welt. Nein. Ich war noch nie am Schlachtensee und ich bin, weil ich da eben nicht abgehe. An die ganzen Seen, das ist mir nicht. Tommy, das hier war auch 8 Euro am Tag, oder? Der Kinderrad hier? Ja. Ja. Aber du bist ja hübsch, aber ja, oh, ja, haut ganz schön ab. Wir fahren aber nicht mit Maske spazieren. Die kannst du mitnehmen zwar, aber nicht. Ich nehme sie ja mit. Ich habe ja auch eine für dich. Das ist gut. Du bist vorbildlich. Warte, warte, warte bitte. Nochmal Schlüssel. Ja. Das wird mit deiner Tochter spazieren, ja? Mit meiner Tochter und meinem Sohn, so er denn pünktlich kommt. Dein Kumpel kommt auch noch mit. Ach so. Nur hoffen wir, dass es heute jetzt nicht gleich anfängt zu regnen, so wie das aussieht, wa? Ja, ja, halt also ein bisschen getrampelt. Was sagt denn hier das Wetter? Wo ist denn hier Wetter? Ist das hinten? Ist das vorne? Ist das Mitte? Mehr hinten. Mehr hinten. Na, ich kann sowas nicht. Ich kenne ja die Zeitung nicht. Bitte, bitte. Wo denn? Okay, das heißt, dann komme ich hier. Ah, da. Also doch, hast du noch. Bewölkt. Wow. Aber kein Regen. Zu schwungvoll. Ja. Zu viel Elan, aber das ist ja gut. Okay. Guten Morgen. Kann nur durch Geld die Bremse an der Elan. Dein Sohn, dein Sohn. Mein Sohn, ja. Ich kenne mal Pünktlichkeit, also ich sag mal so schön. Kennst du nicht? Nee. Pünktlichkeit kennst du nicht? Was? Wie? Ich war noch nie unpünktlich. Ach so, na warte nur. Also kennst du Pünktlichkeit? Meine jetzt, Pünktlichkeit ist eine Tugend. Naja, ich meine, der ist fleißig, wa? Da muss ich auch. Das ist er. Bloß auch er kann nichts machen, wenn es nichts zu tun gibt. Ja, ja. Ja, deswegen kann ich auch nur die Fahrradtour machen heute mit meinem Sohn. Der kommt um 10 Uhr, wir haben eine halbe Stunde Zeit. Ich muss jetzt noch ein bisschen was vorbereiten und dann geht's los. Wo wollt ihr hin? Grunewald. Na, Grunewald. Warte, mit dem Fahrrad durch, oder? Ja, klar. Ja? Wir haben nur 15 Kilometer. Wie viel? 15. 15? 15, ja. Ob das deine Tochter auch kennt? Ja klar, ist doch kein Hit. Wenn sie mit dem Rad hier fährt, ist das schön. Ist ja ihr. Okay, ich muss ja mein Rad gleich auch noch von oben holen. Schön, dein Helm hast du, wunderbar. Jetzt hol ich erstmal meinen Kasten. Ja, die steht ja immer da. Die will eigentlich auch mal mit. Ja, probier mal aus. Ja, er wird zu tief sein, den kannst du dir einstellen. Der ist zu tief.
Komm mal her. Ach, guck mal, der ist ja nur so kurz. Lass mal den so gerne tauschen, siehst du? Du wolltest Werkzeug besorgen, du kannst ruhig reden, Nanook. Ja. Na ja, dann. Ist das ein Inbus? Es ist ein 5er Inbus, ja. Okay, ich hatte recht. Du hattest recht, ganz genau. Deswegen kannst du ruhig. Es wird jetzt erstmal noch nicht wieder zahlen. Du weißt, wie es ist. Ja, ich hab's vergessen. Steht ja Konrad, ja. Konrad steht. Und Miete war ein 10er. 15 ist für das andere. Nee, 15 ist für das Olympia. Dachte das Olympia, alles klar. Nimm doch einfach die Kiste mit hoch. Du wirst ja sehen, was draußen noch fehlt. So, warte mal, dit. Ran mal ran. Schnellspanner ist dran. Aber dit muss ich noch festschrauben. Och, Herrgott, ey. Ist das alles kompliziert. Ja, den war für 3 Wochen vermietet, deswegen haben wir da noch ein paar Zettel über natürlich. Komfort, was kostet das? 8 Euro am Tag. Nein, ich meine Preis. Da ist ein, ja, alles klar. Fährt sich gut. Deswegen. Ja. Probier, ja. Musst du da noch höher. Mach mal, probier mal. Fahr mal höher. Muss höher eigentlich. Ja, guck mal, was sie für einen Tritt hat. Und los. Jawohl. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, viel besser. Wo muss das sein? Was? Noch lange nicht. Meiner ist ja auch noch nicht kalt. Naja, meiner ist kalt, aber. Tschüss, Wolfgang, polnischer Abjang. Ja. Papa, ich warte noch hier draußen. Ja, ich hole ja nur mein Rad raus. Oh. Ja. Ach, Mensch, Achim. Hier. Schlüssel noch in der Tasche von dem Mietrad da. Ja, also. Guck mal, die Zoo-Crew kommt. Moin. Ich stecke im Stau. Der DVD-Player funktioniert drüben nicht mehr. Ja, da müssen wir da machen. Da liegt ein neuer DVD-Player. Wisst ihr ja. Wir müssen noch mal Laufrad hinten noch mal ausbauen. Und ach so, naja, na super. Deswegen sind wir auch so früh. Ja. Das habt ihr also für den Pitstop 10 Minuten vorgesehen. Moin. Tag, Leon. Siehst du aus, als würdest du heute Moped fahren wollen noch. Ja, Leon, Abfahrt, schnell. Keine Zeit verbrauchen, weil Tubeless ist nämlich ein ekliges Ekel. Du hast auch diesen Alu-Frame. Ja. Ist der geil? Ja, ich finde den gut. Der ist ein bisschen schwer, das ist so ein bisschen doof mit den Halterungen hier, weil die dann manchmal nach vorne kippen, die musst du wirklich festmachen und du kannst zwischendurch nicht korrigieren dadurch. Okay. Aber ansonsten ist das Ding geil. Hast du den? Habe ich aber schon seit der 5er. Da war ja so ein Faulinsel, oder? Naja, du, der ist mir schon öfter runtergefallen und wenn er runterfällt, fällt er halt genau auf die Kante und dann kriegst du nämlich ja nicht mehr raus oder der splittert. Deswegen habe ich ihn lieber rausgemacht. Na? Ja. Wie geht's? Alles gut? Ja. Das ist schön. Na Mensch. Mann, du bist so schüchtern, sag mal. Wie alt bist du denn geworden? 20? Ey, Glückwunsch. 9 Jahre. Das ist eine Kopflampe. Ja, Mensch, toll, super. Herzlichen Glückwunsch auf alle Fälle. Die hat heute Geburtstag. Gratulier mal, Mann, was denn los? Naja. Machst du Party? Ich drück dir mal deinen Kaffee in die Hand. Später? Ja, später. Wer kommt denn da alles? Alle oder habt ihr so eine Corona, ganz wenig Leute Party? Nee, kommen alle, wa? Kinder. Ja, siehst du, ganz normal alle wieder. Das ist doch super. 9 Jahre, Mensch. Ey, noch 1 Jahr, dann bist du zweistellig. Überleg mal. Jetzt hast du noch ein gutes Jahr und dann ist alles vorbei. Sag, wenn Anu 10 wird, ist auch vorbei. Dann ist er erwachsen. Bei zweistellig bist du ganz lange im Leben. Und die meisten schaffen dreistellig nicht.
Nee. Einstellig bist du kurz im Leben, zweistellig bist du eigentlich den Rest deines Lebens und dreistellig sind nur die Auserwählten. Ja. Wenn sie Glück haben. Ey, wow. Toll, ja. Abblendlicht. Das nicht. Ja. Oh, oh. Oh, dann setzt es an. Ich hab eins, zwei, drei, und drei, genau. Weißt du, ich hab nämlich gerade so Maries Geburtstag gesagt und dann sie so, ich hab halt Geburtstag. Ich so. Bist du kurz hier bei den Rädern? Passt ja, du kurz auf? Ich selbst auf meins. Genau. Selber, tun wir mal die Frage mal ganz kurz aufpassen. Mal gucken, was die Kasper-Bande hier macht. Du, ja nicht. Was macht, warum? Weil hinten keine Spannung speichern. Speichern, Spannung, Kacke. Aber viel. Für dich? Sind nur hier, zum Beispiel die. Die hier ist ein bisschen locker. Das sind ja nur manche, das sind nicht alle. Das ist nicht komplette Speicherspannung. Ich nehme das überhaupt hier rein? Ich glaube nicht. Warum das hier? Achso, das ist jetzt schon offen. Das können wir rein. Das können wir rein. Mit Reifen würde passen schon, aber ja. Du kriegst das wahrscheinlich. Ja, musst du ja sowieso mit das erstmal abbauen. Die Dinger ganz raus. Mit Reifen würde gehen? Du musst erstmal vorbereiten natürlich da unten, das Ding. Hurry up! Los! Run for your life, son. Die beste Pumpe mit dem größten Volumen ist wo? Nee. Okay, die sollte reichen. A big wheels, for all big wheels. Steht drauf? Schreiben die so. Denn gut so, weil die braucht viel plus. Ja, das Problem ist, wie gesagt, die Geschwindigkeit, ne? Ja, das muss man schnell machen. Ja, und das weiß ich nicht, ob das damit klappt, ganz ehrlich. Nicht reinschrauben wieder. Genau. Ja, zieh den raus. Und darin. Okay. Warum habe ich jetzt die Luft abgelassen inzwischen? Das weiß ich nicht. Aber vielleicht passt er ja so besser durch. Ja, dann mach du's. Da kommt ja die Dichtmilch ja. Raus. Ja, deswegen muss man an der Stelle halten. Und deswegen würde ich ihn lieber ein wenig aufpumpen. Na, ihr lasst euch ja Hobbys einfallen. Ja, das war aber organisch. Ja, also das organisch. Oh, kann ich noch ein bisschen was dazu machen, oder? Das ist organisch mit Bio. Warte. Halt mal hoch den Reifen. Oh. Nee, da kommt nichts. Och, ey. Ey, Mann. Nee, darf ich mal ganz kurz? Okay, ich würde mal sagen. Tankstelle. Zum Simsonmann mit dem Ding. Ja? Fahr kurz rüber zum Simsonmann. Wo ist der Simsonmann? Leon, wie ist Bescheid? Hat der offen? Der hat Kompressor. Hat der noch offen? Gibt's den noch? No, ja. Fahr kurz rüber. Adapter vielleicht? Also ein Cut. Sollte ja eigentlich alle da haben. Mensch, das, wie gesagt, der macht nicht nur Sinn, sondern der schraubt doch Fahrräder. Maximal 5 Bar. Moin. Lebst du schon? Du hast einen Kompressor, wa? Er braucht Luft hier. Tubeless, deswegen schnell. Schnelle Luft braucht er. Naja, mit. Pst, weißt du. 90% der Leute ist wahrscheinlich rausgelaufen, also wenn ich einen Platten habe, da bin ich auf jeden Fall am Arsch. Und Adapter bräuchte ich. Ist schon. Ist da so ein Tubeless? Tubeless. Volle Kunde. Das heißt nicht, wie es gar nicht. Kommt, wa? Ja, kommt. Geil. Ja. Ja.
Wie viel braucht er denn? Genug. Sag mal an. Na. Viel kann er und den Rest kann man ja noch an der Pumpe machen. Das passt. Reicht schon. Gott sei Dank. Da siehst du. Ja, 90% der Milch sind raus. 90%? Naja, nicht 90%, aber da sind dort, weiß nicht, 60 Milliliter. Die Milch ist raus, weißt du, die Mutter stillt nicht mehr. Vorbei. Ja. Hast du ein Tuch? Das ist noch weit verschickt. Weg. Danke sehr. Nicht so wie nachts, Matthew. Ja, danke sehr. Danke, ja. Die Jugend. Hier ist deine Kappe noch. Ja. Ach so, ja, Mensch, das tut dir doch sauer. Danke, wa? Ciao, ciao. Leicht. Das ist ein klein. Zum kleinen Gewicht, zum großen Preis. Nice. Schon wieder so pissig drauf. Ja, warum? Musst du mal. Der kriegt dann, der kriegt dich mal zu schnell um. Das war ja gerade eine Aktion. Stress dir mal nicht so, ist alles schick. Ja, gut, nee, ich dachte jetzt gerade, dass das Abfuck ist, weil wir jetzt damit noch ankamen und dann dauert es einfach noch ewig. Ich hab mich gerade einfach. So. Mach doch mal erstmal die Montagestelle hier nach vorne, wo ein bisschen mehr Platz ist. Ihr hockt da zu dritt in der kleinen Kammer. Ja. Im Grunde genommen muss es ja nur ruhig drauf liegen und könnte laufen. Du musst es ja nicht mal festziehen oder irgendwas. Das ist ja kein. Wo geht's denn überhaupt essen? Hm? Wo geht's denn überhaupt essen? Keine Ahnung, Leon hat einen Plan gemacht. War seine Aufgabe für heute. Wo ist zum Essen nicht? Ich hab ihn gefragt, wo geht's denn essen? Ich dachte, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Hä? Hier oder? Du solltest die Route legen, wie wir fahren. Fahren wir komplett mit Fahrrad von hier? Ja, klar, 50 Kilometer, sag mal, ist doch nicht. Was? Ja, meinte Leon. Was? Das war seine Routenplanung. Ich hab dich gefragt, wie wir hinkommen, wenn ich du mit Auto. Ich glaube ich nicht, aber. Egal. Ja, na klar, wir fahren jetzt zusammen, aber ich meine, ich fahre jetzt nicht die Strecken runterfahren, die fahren, weißt du, weil Systemgewicht, Fahrergewicht. Na klar, du kannst die Strecken fahren. Das Fahrrad macht das aus. Jetzt kein Hit. Ja, du hast vielleicht ein bisschen wenig Grip auf dem Hinterrad. Ja, das ist eben so eine Sache. Ich habe ja überlegt, eigentlich bei Stadler ranzufahren und zwei so Decken zu holen und gleich aufzuziehen. Aber geht ja nicht mehr so einfach heutzutage. Du musst dich anstellen, du musst warten. Das, ja, das ist zum Kotzen. Ey, lieber bestelle ich die jetzt, oder? Ja. Na. Ey, so mal, da mal, na. Aber gerade so, war mit den Dingern. Das ist knirscharf. Rucksack auf jeden Fall weit öffnen. Ist die an oder aus? Die ist an! Ja. Ja. Aber ihr seht, wir kommen bis zur Ecke, dann ist die nächste. Los! Wir sehen uns. Hä? Was? Grunewald! Na, er ist der Pfadfinder. Du bist. Ach, hör auf. Handy raus und los, dann guckt nach. Ich kenne den Weg. Hallo, komm mal zu uns auf die Straße hier. Komm! Was ist denn die Grundrichtung jetzt? Siegessäule oder was? Ja? Unten hört man nicht. Ah ja, wegen der Schränkung. Bis zur Kirche erstmal, kannst du schon. Kennst du ja die Kirche?
Aber die Kette schmieren hättest du noch gekonnt. Kette hier? Hm? Ja, das ist so geil. Die rasselt ein bisschen. Ich finde, wenn noch einen Laden, der offen hat, dann immer kurz. Ach so, okay. Du wartest doch. Ah ja. Ja! Björn Platt? Nein! Deswegen dachte ich mir so, lieber mit Vorsicht, weil ich wollte nicht am Anfang der Tour den Platten. Was hast du denn? 20. Aber hast du. Scheißegal, Auto oder Fester, ist egal. Aber Schlauch? Schlauch brauchen wir. Hab ich. Genau deswegen, weil ich dich kenne. Ja, perfekt. Aber Pumpe! Pumpe! Habt ihr? Ich hab Dämpferpumpe vergessen. Nein. Ich wollte eigentlich noch mit Dämpfer auf Pumpe. Ich hab leider keine. Zurückfährt ja keiner. Weil Fahrradladen gibt's hier vorne, hinterm Gleisdreieck gleich. Hinter neben dem Vespa-Laden von Alex. Vor allem Gleisdreieck, da kommt doch gleich der Tag, wa? Ja, ist der. Deswegen ja, wollte ich mit euch hier hin. Da fahr ich auf jeden Fall auch nochmal rein. Mittwoch, Donnerstag auf jeden Fall dann im Norden oben. Hast du eine Pumpe dabei zufällig? Nee? Nee? Tut mir leid. Okay. Tut mir leid. Ja, mach das. Oh, gut. Oh Papa, hier sind wir reingegangen ins Museum. Ja. Und draußen. Und dann habe ich Johann gefragt, wann ist du Geburtstag? Er sagt, 7. September. Ich sag, ja, kannst du ja auch noch ein Rad schrotten. Achtung, Fahrradfahrer! Das machen wir jetzt nicht. Er sagt, da ist eine Pumpe. Pumpe? Yay! Eine Pumpe! Ey, und Werkzeug am. Geil! Okay. Hier und hier! Free Workstation, komm! Fahrradladen erreicht! Also, was der? Ja, immer. Papa, hier, bitte. Oh Mann. Puh, setz dich. Ist doch frei. Ich will nicht jetzt schon. Jörn, wenn deine Panne fertig ist, dann machst du die nächste wieder. Da. Die nächste Panne machen? Ja. Ey, aber geh mal vorher einen Schlauch holen. Muss mal wieder auffrischen. Oder den holen wir dann nach vorne und Fahrrad laden. Ich unterstütze lieber Fahrradschirm. Ja. Achtung! Ich muss mit dem Lenker einen Spargel machen, Alter. Querhalten. Entweder zurückgehen oder schnell. Oder schnell sein, genau. Moin! Ich brauche einen 26er Mountainbike Schlauch mit französischem Ventil und eine kleine leistungsstarke Luftpumpe. Das ist auch schon die dickere Variante. Das ja? Pro Größe mal 2 oder 3. Ja, ja. Das sieht so aus. Das ist fast so, ist der dickste, ja. Das ist meiner, Alter. Ist der gleiche. Für welchen? Ne, ist 2,5, 2,4.
Aber das ist egal, das kann er eigentlich auch. 2,5 kann er? Ja. Knapp nicht, ne? 2,4. Genau. Ja? Ja. Okay. Bitte, jetzt musst du selber fahren. Ja, das ist der zweite. Also Punkte habt ihr nicht. 19 Euro. Kann man nicht machen, oder? Egal welches Ventil. Genau. Dann, wenn du nur wenig pumpen musst, so. Ansonsten wenn expandieren. Du mehr pumpen musst, warte mal, ach so, nee, das ist die andere. Ach so, ist die nur mit einem kleinen Hub? Ja, leider. Ja, da muss ich viel pumpen. Habt ihr noch ein Teleskop? Nee, ich glaube nicht. Zehnmal die gleiche. Zehnmal die gleiche? Naja, ist ja ein Verkaufsschlager. Was? Ja, gut, ja, ich muss ihn mitnehmen. Ja, machst du nicht überall irgendwo so eine Fahrradstation. Hier vorne haben wir Glück gehabt. Ja, wenn die Schlauchkost 8 ist, dann schon da. 19 insgesamt. CC oder was? Ist deine Entscheidung? Nee, ich hab kein Plastik. Habe ich noch nie gehabt. Noch nie gehabt. Kein Plastik. Viel Spaß beim Pumpen, Alter. Viel Spaß beim Pumpen, Alter. 19 Euro. Brauchen wir sowas? Brauchen wir sowas? Ich mach sowas immer an andere Fahrräder, an City-Fahrräder ran. Ja, das damit. Genau. Hier, ach so, Schräubchen. Brauch ich jetzt die andere, die hier, hast du schon. Die hab ich schon drin. Seit gestern Abend. Ciao. Viel Spaß. Soll ich Werbung machen für euch oder wollt ihr raus aus dem Video? So, nee, mach Werbung. Okay, alles klar. Ja. Machen wir. Wer bist du denn? Guck mal bei Fahrradsalon. Fahrradsalon? Fahrradsalon. Mach ich. Mein ganzes Leben. Ciao. Ja. Guten Tag. Schon Schwäche, siehst du, die hat auch Hunger. Für 4. Ja. Wo kann man die hinmachen? Da, weil der Kollege hier in Bünden seine Weg frei haben. Ach so, hat der heute offen? Ja, dann. Er ist immer da. Er wohnt da, glaube ich, ist schon da. Okay. Na dann machen wir die. Weiß ich nicht, geh mal gucken, geh mal fragen. Ob er da ist? Hier, Tobi da ist. Muss ich eine Maske tragen? Ja. Solche, ja. Naja. Richtig. Das ist gar nicht schlechtes Ding, ey. Ist richtig top eigentlich. Das ist richtig geil, deswegen sage ich ja, das ist da richtig. Doch, der Spank-Laufradsatz ist auch schon ganz gut. Was eben voll abgefahren, das habe ich immer noch nicht gemacht. Vor allem als Kind kriegst du so einen Laufradsatz ja auch nicht kaputt. Mhm. Ohne Gewicht. Eben, gerade sie. Andrea, hallo. Hallo, na ihr Süßen. Wir wollen was essen. Ich habe Anouk überhaupt nicht erkannt. Nee? Nee, ich habe sie nicht erkannt, wirklich, so vermummt mit... Ja, naja, ich habe gesagt, soll sie mal aufsetzen, nicht, dass sie Mecker hebt. Mega hart von Eggerhardt. Ich habe gerade schon Anouk gesagt, ich habe Personalprobleme. Sie muss leider hier bleiben und arbeiten. Was? Felgenbamse. Weil das ist ja ein altes Marin. Hallo, ja. Es gibt da eine, die bauen sie gerade neu. Weil ich habe nämlich auch geguckt. Ich wollte auch eigentlich eine mit Felgenbremse haben fürs Candle. Für das Gelbe. Ist, so, ja. Genau. Und da hatte ich eine gefunden. Ach shit, wie hieß denn die? Die sah auch echt geil aus. Die gab es in 4 verschiedenen Farben. Ich glaube in Rot, Blau und Weiß und Schwarz.
Ja, es würde ja nur schwarz in Frage kommen, weil pink haben sie nicht, schlicht und ergreifend. Und die Namen sind pink, sind die Pretty and Strong von Chris King. Also die gab es ja nur in der Sonderedition. Und das muss ja schon so ein bisschen Farbkonzept ist, sagen wir auch mit bei. Aber ey, davon abgesehen, für ihr Gewicht ist alles drüber. Sowieso, Chris King-Namen braucht sie nicht. Sie braucht auch, würde eine andere, rigider, anderer Felge, würde völlig ausreichen. Chris King Steuersatz, ja, ist totaler Schwachsinn, alles, Alter, so. Nicht, wa? Ein Lenker für 300 Euro, es muss nicht sein, aber. Synthes, VRO, ja. Ist der, ja. Der mitwächst. Der mitwächst. Also, ich sehe euch hier in so einer vollen Montur. So normal Fahrradfahren ist gar nicht mehr drin, ne? Nee. So einfach so aufs Fahrrad stehen. Na klar, ist der drin. Ja, wo? Krass. Was ist mit euch? Was habt ihr denn vor? Ich spreng den Grunewald. Voll abfahren. Push it to the limit. Nein! Nein! Ist gar nicht heil geblieben. Ich bin eh so. Deshalb muss ich auch hier draußen stehen, weil sie so stinkt, dass ich Kopfschmerzen davon bekomme. Past the point of no return. Na dann. Ciao, ciao. Schönen Tag noch. Ruhigen. Also, oder am Belebten, oder wie auch immer. Ja, gleich geht's weiter. Geschäftlich belebt und ruhig von den Kundschaft her. Bist ein echter Rabauke. Guck nach vorne, hä? Hat jetzt wieder nach Hause oder was? Sind da, oder? Das ist der Grunewald, ja. Ein bisschen federt die immer bei mir. Ich will es halten, ja. Immer raus damit. Genau, und jetzt beim Fahrradfahren, wenn es gerade geht, dann kannst du auch wieder zurückschalten. Natürlich, ne, solltest du auch. Mhm. Das ist schon wichtig. Schwitzt du nicht unter deinen Helm? Ja klar, schwitze ich wie Sau, deswegen habe ich mir jetzt kurz abgemacht. Du trinkst mal bitte jetzt noch was. Ich habe Kaugummi im Mund. Ja, den mach weg. Vom Lattenkragen. Oh, Luki, keine Faxen machen. Eine Quetschung und Eindrückung habe ich auch von Lattenkragen gehabt. So 3-4 Meter Latten. Okay. Da hatte ich hier so eine schöne Kerne drin gehabt. Und am nächsten Tag war alles verschorft. Bei der Stadttour hat irgendwann die Schulter auch ein bisschen Muskel gemacht. Ich konnte irgendwann nicht mehr hochreißen. Weil ich bin einfach nur komplett gezogen, hab ich einmal durch. Und jetzt habe ich keine Ahnung, hab ich Schulter vorzunehmen.
Na, das werden wir sehen. Fahrradstraße. Nuki, mitkommen. Ganz leichten Gang jetzt. Den ganz leichten Gang schalten. Jetzt schon. Schalten, schalten. Also, wenn wir uns verlieren, müsst ihr warten. Dann müssen wir schreien. Oh mein Gott. Ach, Achim, ey. Na komm, schieben. Pass auf. Nuki, schmetter nicht so viel. Du musst den Atem behalten. Siehst du? Naja, ich muss es ja letztlich tragen. Kann man gerne helfen mit dem Schieben. Na, mal gucken, wie weit es kommt. Super. Mit P-Motor, Papa-Motor. So, da geht's los. Geschafft? Geschafft. Ja. Weiter, weiter. Schon geil, war es so ruhig hier. So wenig Leute hier. Ja, das ist doch cool. Pass auf hier mit den Bodenwellen und so. Ja, das sind Steine. Ja, Steine und. Nachbar, wenn ich jetzt nicht mitgekommen wäre, dann hätte ich das alles nicht erlebt. So sieht's aus. Was? So sieht's aus. Ja. Hä? Kommt man ja auch. Nuki, aufpassen. Das wird nicht abgerissen. Da passt dann einfach was halt hier rum, oder? Ja, naja, die machen noch ein bisschen Krach. Performance!
Hund und zwei Rentner mit 12 und einer Action, Alter. Naja. Bauarbeiten. Was ist ausgebaut, oder wie? Die Felder haben sie auch schön eingearbeitet, wa? Haben sie gleich genutzt zum Verriegeln. Deswegen. Aber es sind doch Kiddies auch da. Können ja. Wir hier mal runterballern? Aber es sind auch Kiddies drin. Wo? Da, vorne. Ich weiß, aber es ist halt die Downhill-Strecke, wa? Von Teufelsberg. Ja, auch für uns deswegen. Papa, wo sind Kinder? Einfach nur schießen? Ja. Ja. Vielleicht hängt die im Baum fest, tatsächlich. Ja, das ist die. So, ready? Ja, genau. 10 Sekunden Spaß. Die sind noch jung. Ihr jetzt auch? Wie die Leute auf gar keinen Fall. Wir nicht. Niemals. Kämpfe! Auskollapsen. Der, das ist eine andere Nummer. Ja, okay, dann kommt halt noch sein Asthma dazu. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, ja. Weiß ich halt nicht, wenn er dann mir mithalten will beim Hochrennen. Sollte er vielleicht eher sein eigenes Tempo bis nach oben finden. Ja, ist ja ein bisschen scheiße mit seiner Lunge. Aber so ist es. Wie viel schneller sah das aus als die da unten? Als wer da unten? Die da unten, jetzt gerade sind. Naja, das ist jetzt nur eine. War schon schnell irgendwie. Ja, auf alle Fälle. Vor allem hier oben sah es spektakulär aus. Okay. Mit dem. Hast du mit dem drauf? Schotter. Na, ein bisschen was. Also. Ja, nimm mal, okay. Das war anstrengend zu schieben. Ich werde nicht. Das sind 22 Kilo Helm. Geführt, oder weiß ich nicht, wie viel sind. Hopp, die sind von. Ja, aber hier drunter liegt Berlin. Alt-Berlin, ey. Muss ich mir mal vorstellen. Wir müssen zu baden. Ja, warum nicht? Eine Goldfassung drum machen? Willst du den tragen? Der größte Diamant, der jemals in Berlin gefunden wurde. Aber was würdest du denken, was das ist, Papa? Das ist Glas für mich, aber aufgrund der Changierung hier der Farben. Aber das ist eben, meines Erachtens ist es eben die Schmolz nicht. Nein, das ist das eigentlich. Also das ist halt schon was Seltenes, weil Kriegsbrandschäden haben wir hier nicht so seit 45 nicht mehr. Ich hab's hier unten. Naja, das haben die Jungs hier rausgefahren wahrscheinlich. Nein. Der Stolle. So, wo geht's denn jetzt? Die sind genau ja da hier lang gefahren. Die ganzen Radhelfer, wo sind denn jetzt hier die richtigen Strecken? Ich will auch eine fahren. Können wir? Da unten war ein Einradfahrer. Da unten war ein Einradfahrer. bei der Auffahrt. Wer auch immer Einrad fahren kann, der ist cool. Das wird schwer aus, wie man runterfällt. Wer? Ja, hier oben halt. Du? Den Rest habe ich ja schon nicht mehr gesehen. Auf einem Rad fahren. Auf Hinterrad meine ich. Ja. Mal eine Frage, wo gibt es denn hier eigentlich noch? Also im Endeffekt sind ja eigentlich die ganzen Trails so um den Berg so rum verteilt, oder? Also einfach nur irgendwo. Hier geht's direkt los. Okay, und wir haben uns gewundert, dass ihr hier straight. Ja, einfach mal fahren. Also wir wollten einfach mal runterballern. Ja, Nee, wenn ihr hier links keine 70 Meter auf der linken Seite ist ein Einstieg. Ja. Dann habt ihr drei Trails auf jeden Fall, die okay, sich was, schön nach unten ziehen. Was ist da so alles drauf auf den Dingern? Flowing, ein paar Stufen, ein paar Drops. Okay. Ja. Habt ihr irgendwo unten sind dann, Jumps. Ja, okay. Also da sind schon so 3 Meter Gaps oder so. Abfahrt. Ja, ja geil. Danke sehr. Sehr gut.
Fahrt ihr an den Möbelbergen normal immer? Ja. Ja. Ich habe euch da, glaube ich, schon mal gesehen früher. Das kann gut sein, ja. Ja, easy. Ja, Digga, das ist ja bekannt. Meine stimmt, die Fahrräder erkennt man ja auch gut. 1, 2, 3, die hier auf den Weg kommen. Man probiert einfach mal alle aus. Wir halten uns erstmal links, würde ich sagen, oder? Echt? Nee. Ey, du verstehst immer genau das Gegenteil heute. Ja. Wir halten uns links. 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 Okay. Was heißt denn links jetzt? Ist das ein Heimcode? Nein, wenn hier wirklich drei Trades kommen sollten. Nehmt ihr den linken? Nehmen wir den linken. Na ja, klar. Ja, wir nehmen den linken. Also immer wieder, ihr kommt hier oben an wieder. Mit. Also immer runterfahren, rechts halten und... Ich bin hinter Papa, ich bin hinten. Mann, ey. Abmarsch, Affenarsch, Alter, mach doch mal. Kamera, Junge, der Typ macht die immer erst 10 Minuten nach dem Trail an. Jetzt leuchtet sie. Jetzt eine Sekunde. Abfahrt. 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 Kicknack, Eiersack. So, Nuki. Aber ich muss die Bremse. Ganz wichtig. Bremsen ziehen? Kannst du. Soll ich ganz den leichten Modus einstellen? Leichten Modus? Das ist doch kein Computer, ist ein Fahrrad. Ich meine mit den Pedalen. Nee, alle tun. Okay. Komm mal mit, wir fahren mal bis zur ersten Biegung. Bis hier. Ich fahr Stück für Stück mit dir. Komm raus, hopp. Ich kann nur sitzen. Komm. Dann sitze. Dann sitze. Los, hopp. Füße hoch. Lass rollen. Bis hierher rollen kannst du. Setz dich hin. Bremsen, ne? Hintere Bremse ziehen. Hintere Bremse ziehen. Wo ist die hintere? Genau. Dann los. Ja, ziehen und los. Loslassen, ein bisschen kommen, die Bremse. Immer ein bisschen kommen lassen, bremsen. Kommen lassen, bremsen. Füße hoch. Das ist zu schnell. Ich kann nur sitzen, Papa. Okay. Das geht nicht. Alles easy. Das schaffst du schon. Oje. Moin, moin. Was habt ihr denn vor? Sie wollte. Ja. Muss sie durch. Das stimmt. Wieder mal klein angefangen. Das stimmt. Mein Großer ist ja schon unten hier mit seiner Maschine. Matthew oder was? Ja, der andere. Ah, der andere. Matthew nicht. Matthew ist ein Kumpel von ihm, ja. Ja. Ja, das ist mein Großer, ist ja Nachwuchs. Der muss jetzt auch langsam anfangen, ey. Ja, das stimmt. Aber fahrt mal unten die 7. Ich glaube, die ist leichter. Wo ist denn das ausgezeichnet? Ich war ja noch nie hier. Gehst du unten auf dem Weg? Ja. Auf dem Steinweg. Und der linke Trail, da ist so ein Drop. Der geht in eine Kuhle und dann raus. Okay. Und hinter der Kuhle, da wird's easy. Da kannst du so easy fahren. Das ist nur geradeaus runter, ein paar Wurzeln drin, da kannst du sich erstmal. Okay, alles klar. Ja, dann machen wir das. Bitte. Danke. Ja, komm. Lass rollen. Bremsen musst du auf alle Fälle, ja. Achtung. Hier. Hintere Bremse. Dann hier runter jetzt. Ein bisschen über die Wurzeln, wenn du willst, oder daneben. Aber 90 Grad. Den Arsch hoch, nicht sitzen bleiben. Dann hier außen rum. Über den Kicker. Bin hier. Nuki, komm. Lass rollen. Ja, doch da. Downhill kann man ohne. Genau. Kommt zu mir. Hier rüber, über den Huckel. Hier rüber, komm. Follow the leader. Hier rüber.
Bin hier. Nicht schlimm, weiter, weiter. Lass rollen. Super. Und bremst. War schon gut. Super. Irgendwann auch mal den Arsch hochnehmen vom Sattel, wenn du merkst, der tuckelt zu doll. Der tuckelt zu doll auf den Pedalen, fest auf den Pedalen stehen, Arsch hoch. So, jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Ich fahre erst mal vor, ich gucke erst mal. Hier definitiv den Arsch hoch und schön langsam rüberfahren. Kannst kommen. Und hier müssen wir absichern. Komm, ist nichts passiert. Du hast vorne gebremst. Ich hab auch hinten. Nicht auch hinten. Du hast vorne gebremst überhaupt, das darfst du nicht. Ich wollte ja auch nicht. Ich will nicht mehr. Ach, so schnell geht das nicht mit auf hier. Komm mal, nimm mal. Aber es tut weh. Komm mal her. Das ist Sand hier. Aber es tut weh. Hast du gut gemacht. Sein erster Sturz. Ich hab einen Baum gleich gemacht. Hab ich gesehen, sah witzig aus. Auf alle Fälle. Na komm. Na dann schieb es hier vorne. Das ist schon gut. Du hast den ersten Sturz bravourös gemeistert, Danuk. Aber guck nicht so traurig, das hast du gut gemacht. Das gehört dazu. Weißt du, wie oft ich schon hingefallen bin? Deswegen. Und das sah gut aus, es sah weich aus, es sah nicht doll aus. Na, da ist nichts groß passiert. Du hast einen Überschlag gemacht über Draht. Du bist über Lenker gegangen zum ersten Mal. Fantastisch. Bin stolz auf dich. Die alte Müllersche Tradition fortgesetzt. Na komm, jetzt kannst du fahren. Komm. Jetzt gucken wir mal, ob der Draht kaputt ist. Ja, über Lenker. Schöner Überschlag. Na komm. Ja, auch die Bremse ist mit ist eine kleine Unfallgefahr manchmal. Genau, weiter. Komm. Komm. Das ist die richtige Einstellung. Irgendwann fährst du das Ding voll durch. Das ist überhaupt kein Hit, sowas. Ich hab halt nur Angst, weil es so ein Berg ist, der immer bergab geht. Ich hab Angst, dass ich mich halt da runter stürze. Ja, dann brauchst du keine Angst haben. Habt ihr was gefunden? Wir haben was gefunden, ja. Und Anouk ist auch nur einmal über den Lenker gegangen. Ach so. Aber, alter Chick. Ging noch? Ja, sie hat gesagt, kann ich das nochmal probieren? War genau die richtige Einstellung, ey. Auf jeden Fall. Kommt ihr? Nee, ich glaube nicht. Dein Sohn hat sich gerade auch schon zweimal gelegt. Einmal mit einem, eine Kurve. Müsst ihr vorstellen, eine Steilkurve. Hinter der Steilkurve war so ein schräger Baumstamm. Okay. Leon rutscht die Kurve mit dem Vorderrad rein. Schmeißt sein Fahrrad einmal unter den Baum lang und knallt mit dem Kopf voll in den Baumstamm rein. Oh. Volle Semmel, Alter. Und ich dachte mir nur so, okay, der ist K.O. Der ist direkt. Oh. Wirklich. Und dann steht er nur da. Aber hier. Helm sei Dank, wa? Ja, IPX. Wir haben ja dieses Anti-Schock-System jetzt noch drin, was noch so ein bisschen wegnehmen soll. Oh Mann, ey. Das hilft schon ganz gut. Da kommt gerade einer. Oh, da kommt gerade einer. Horn frei! Ich hab ihn auch gesehen. Ja, aber der steht hier wahrscheinlich. Ja, so gut wie. Und einfach nur über den Anlieger und unter dem Baum runter und mein Kopf aber direkt gegen den Baum seitlich. Und direkt so Dodge. Einmal eingerastet. Alter. Siehst du, deswegen Helme. Na gut,
Also ich habe definitiv das falsche Rad hierfür, das ist klar. Aber Nuki, komm. Du wolltest noch mal. Aber wir fahren nicht von ganz oben, sondern von dieser Steinstrecke ab. Ihr habt euch ja gerade von jemandem Trail sagen lassen, wa? Ja. Der ganz gut ist. Ja, der kann, also ich weiß ja nicht, wie lange wir noch hier bleiben wollen. Naja, guck mal, ist total geil. Ich will nicht mehr, Können wir das nochmal probieren? Ist ja gut. Auf jeden Fall. Total genial. Ja, Nuk will immer. Die will eigentlich immer. Den bist also du nicht. Ich spring ihn jetzt mal. Du bist doch hier gekommen. Ja, ja, du bist doch hier dann. Ich weiß. Ja, man muss doch immer hier ein bisschen aufpassen. Genau, nimm mal bitte das Rad aus dem Weg, auf alle Fälle. Wenn hier auf einmal jemand von oben runtergeknallt kommt, dann ist am, sam, sam, sam. Okay, Leon, machen wir den mal und ihr bleibt. Der hier auf jeden Fall. Let's go! Let's go. Oh, total schräg! Yo! War Rekord auf alle Fälle. 10 Punkte für Leon. Woo! Beide haben 10, Papa. Jetzt bin ich mal mit der Kleinen. Oh, fucking hell, ey. Was ist denn? Wow! Hammer! Der war super! Achtung! Wuhu! Aber sauber! Sauber abgelegt! Ja! Nichts passiert, nur Mutti muss wieder Wäsche waschen! Ja, aber Leon packt es ja meistens, deswegen wissen wir, dass Leon auf jeden Fall den krassesten am Limit fährt. Also, gut ab. Nee, aber das war auch ein gut hingelegt. Muss wieder Handschuhe waschen. War gut hingelegt, also da hat man gesehen, da passiert nicht viel, Gott sei Dank, ey. Das sieht meistens bei mir so aus. Da bist du richtig drin, so richtig smooth. Ich dachte mir schon, wenn ich hinter dem Stein wenigstens so dann nicht mehr zurückkomme, weil ich einfach so geflogen bin, dann leg ich das Feld so in die Strecke. Ja, hast du gut gemacht. Bremsen! Nicht mit den Füßen. Ja, Entschuldigung. Aber das ist gut geworden. Ja. Ah, jetzt nochmal. Wieder den gleichen Weg. Genau. Aber ich hab hier vorne bist du ja auch umgefallen, war hier. Ja. Deswegen. Komm, komm, komm. Ne, hier lang musst du, auf der Seite denn. Genau da bist du hingefallen. Na komm. Komm. Lass rollen. Alt gut. Die Füße bleiben auf den Pedalen. Okay, jetzt hier. Und einfach rollen lassen. Ja. Nicht nur einer. Super duper. Wunderbar. Wenn ich öfter herkomme, dann habe ich langsam was dazu. Ja, aber ist das schon super, ey. Mhm. So, was du jetzt hier fahren bist, war schon ganz große Klasse. Oder was? Nee. Wie viel dann? 200.000. Oh, cool. Dann werden wir schon, dann hätten wir genug Geld für die Schule. Ja, halt, das auf alle Fälle. Guck mal, wenn ich das nicht aufgehoben hätte und es wäre ein Diamant, also. Das wäre schon dumm, wa? Dann ist es eine Erinnerung. Ja, das ist ein Erinnerungsstück. Papa, guck mal, man sollte es höher machen. Ja, klar. Naja, mitnehmen können wir es eh nicht. Das Eis? Das ist Quatsch. Wir machen. Hier ganz in Ruhe. Wir machen jetzt in Ruhe. Genau.
Papier. Hab ich dir gesagt, okay. Wir müssen erst die Plätze finden. Bio-Kabine, nichts anderes erwartet. Jetzt ist es erst der Eis mit Sahne. Okay, du Bubblekopf. Ja. Wir fahren jetzt ständig hier irgendwie welche ab und wieder. Der hat nicht wie so eine Geizung, drei. Helm ab. Lass mal wieder. Sie hat durchgehalten, das Rad hat durchgehalten. Das Rad hat nachher so durchgehalten. Wie gesagt, der Achim hat mir da ein paar Tricks eingebaut in das Rad. Und zwar hat er den Schaltzug nicht richtig festgeschraubt. Die Bremse hat sich vorhin auch schon gelockert. Das ist natürlich nicht so geil gewesen jetzt gerade beim Schalten. Da wohl verpasst. Du hast doch noch was im Rucksack, mal ein bisschen. Ja, nicht. Und Start. Arsch hoch. Arsch hoch. Super. Der Sand. Halt fest, den Lenker. Das ist ein Schisshase. Ich stehe gleich auf, erst wenn ich ein bisschen gefahren bin. Na mach, Füße auf, los. Und hoch mit dir. Ja, gleich. Und los. Hoch, genau. Pedalen, Pedalen, 90 Grad, jawohl. Wow, hey, es wird. Läuft. Nachwuchs. Der Nachwuchs fährt Rad. Perfekt. Ideal. Bis jetzt nicht laufen können. Alle. Ja, mach los. Ja, Sandfahren muss man noch üben, wir sehen. Ich bin im Sand reingefahren. Was ist denn das? Ist die durchgerissen? Oh nee. Okay, hat's getan. Sie weg. Mann, ey. Gezupft. Meine Süße. Wurzel. Ganzen Ferien war sie weg. Yes. So hat Mama noch ein bisschen Ruhe, wenn wir nicht alle zu Hause sind. Du bist auch hingefallen? Nee, ich hab nur im Sand gekniet. Stimmt. Total dreckig überall, einfach mit Sand. Oh, der Baum. Können wir gehen? Also nicht nach Hause. Das soll Leon. Achtung, da kommen sie. Hello Fresh.
Was heißt du? Na komm, sag mal. Oh, Achtung! Oi. Ich sag dir doch, die kommt von oben. Ich zerreiß sie immer noch. Nicht noch. Oh mein Gott, ist das neblig. Ja, schön. Gott, na endlich, da seid ihr ja. Ich habe ewig gestanden, gewartet da vorne, dachte, da kommt noch mal einer runter. Keiner da. Nee, die haben uns zur Jumpline geführt. Zur Stoppstelle. Hab ich gesehen. Aha. Ups, gut. Kamera, so aufs Objektiv. Schön. So, jetzt müssen wir los langsam. Alter, da waren Sprünge. Das war nicht normal. Also die haben einen bis zu 2,5 Meter in die Luft gekickt. Und ich bin den gesprungen? Ich bin nicht gesprungen. Ich bin in den 2,5 Meter Luft. 2,5-3 Meter bin ich nicht gesprungen. Das war der ganz große, der zu ja. Und ich? Was mache ich? Spring zu weit links und setze den Fuß ab. Zweimal. Genau das gleiche. Kein bisschen. Ich bin gelandet wie eine Katze. Katze. Erste verfickte Katze. Wie Digga, ich als erstes so aufgekommen. Ja, ist ja Bein durch normalerweise. Fuß ab. Knack. Weg. Ey, wirklich, da sind Sprünge dabei. Ich bin auch... Den einen bin ich so gesprungen, ich dachte mir, ach du Scheiße, hab ich den gerade noch so gerettet. Dann kam einer, nee, straight chicken line. So, weil du sagst, hast du direkt gesehen gehabt, so gekickt. Der ging so hoch, die ging wirklich 90 Grad. Die kicken wirklich alle so in fast 90 Grad. Eine Halfpipe. Ja, ja, wirklich. Und dann geht's aber rüber, über so einen Hügel rüber, also über die Mittellinie. Zwischen den Bäumen da durch. Durch, drin, nächste Kurve. So, ich halte über Schickenlein rüber, Bretter, weil ich mir so dachte, der sieht okay aus, kann man springen. Springen den, war auch sauber, danach kommt das nächste Ding. Ne, auf immer weiter weg. Ich bin nur den Ener gesprungen, die anderen sind wirklich. Ja, super. Lasst euch gut gehen. Servus. Ja, euch auch. Wir hören uns. Wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss. Oh. Komm, noch mal her, Papa. Naja, morgen ist Family Day mit Marlies, ey. Da müsste ich mit Lastenrad herfahren. Und das wird echt schwer. Wäre auch mal ein Witz, voll so ein Gag, so eine Vollfederung für das Lastenrad, so richtig so eine. So wie sie in der Paris-Dakar haben, diese Dinger. So ein Lastenradbaum mit so einer... Genau, so richtig geil. Und dann hältst du hier das Ding runter und Marlies sitzt vorne drin mit zwei gebrochenen Beinen in der Schute so völlig angeschnallt mit so Schrotgurten. So. Ja, genau, mit so Vierpunkten. Ja, richtig geiles Video, ey. Geiles Video, Mann. So weit wäre Hammer. Und ihr Kind drauf so völlig, ein fetter Sack und am besten hinten noch ein Anhänger dran mit den Kiddies drin. Und alle so, yeah. Und dann hier runter. Wir haben schon viel gemacht mit unserem Lastenrad und Anhänger. Und dann gucken ja so schon immer die Leute, wenn nicht voll geladen ist. Aber und dann noch die Räder von den Kindern, weil sie ja nicht mehr fahren wollen. Dann steckt links und rechts jeweils ein Rad dran genau, oder so. In der Mitte sitzen dann drei Kinder und eine Frau. Mit dem Baby drin, ja. Und Kinder vorne links, rechts. Und die beiden Räder. Und dann noch ein Anhänger. Und dann noch Anouk nebenbei. So auf dem Fahrrad. Von da, oder? Ist wieder nicht so schräg wie da über die Straße? Weiß ich gar nicht. Ja. Denn, wo lang? Da siehst du, und damit der S-Bahn, wa? Kurz. Halt einmal rein. Geh hin. Einmal rein und steil hochkommen. Ja. Mach glaube ich mein Bestes. Knapp. Hinterrad war noch drauf. Ja? Ja, ganz knapp. Ist auch ziemlich. Nee, ist nicht durchgeschlagen. Ich wollte dir sagen, warum ich nicht in die S-Bahn wollte. Zack. Weil ich Angst habe, dass ich dann in die Falsche steige oder dass ich euch dann nicht. Oder dass ich nicht mit einfliege. Drück mal. Mach mal weiter, Leon. Was drückt der denn da? Ein paar Tickets?
Ihr habt Karten oder was? Nö, aber ich muss meine Nachzahlung bezahlen, um voll und 10 Euro bezahlen. Um dann nochmal 8 Euro nur für die Nachzahlung bezahlen zu müssen. Weißt du, komm noch mehr. Eine Woche jetzt. Ja, aber jetzt? Noch eine? Ich hab bis nächste Woche, Donnerstag, Freitag habe ich Zeit. 2 Euro kostet Bike? Boah, Alter, ey. Und Geld. Was mit meiner Nase macht die schon? Das ist aber nicht die Scheibe, ne? Das ist so ein bisschen. Hört ihr mal auf zu stoppen? Nächste Station, Sabini-Platz. Achtung, Türen können automatisch. Tja, und dann habe ich halt noch mal eine Gabel gekauft, halt. Bis dann, wa? Kommt gut heim. Ciao, ciao. Papa, kennst du hier diese Erdbeeren? Diese Erdbeeren? Ja. Die haben immer lecker aus. Komm rüber! Wie geht's dir sonst? Geschäft läuft. Keine Ahnung, wie ist sie? Das ist gut. Nee, halt, mach mal auf. Die müssen gleich runter, die Räder. Genau. Hilfe. Ich bin wieder da, andersrum. Ja, ich bin ja gerade dabei. Ja, gut. Sag mal. Ja. Genau. Oh! Das Reise ist nett, dass ich schon ein bisschen Handstand kann. Ja, aber Vorsicht. Nicht drüber. Wunderbar. So ein bisschen. Friedestein! Siebenstein! Kostet eine Mantel! 54 Euro? Tatsächlich. Aber ist nicht scheiße, wenn du damit durch die Stadt fährst, dann. Friedestein! Nur noch am Flicken! Ja, was ist denn das für ein Auftrag hier? Was kostet denn das Ganze? Oh, das wird teuer. Wäre doch witzig. Wie war's denn, Thomas? Ja, aber gut, Leon ist öfter mal hingefallen. Böse Crash, aber Beda hat eine böse Crash so gehabt. Aber okay, naja, ja, aber geil dazu, und ne? Ja, absolut. Und also, ich muss sagen, es ist auch jetzt echt anders als ja. Früher. Ja. Ja, absolut. Na, ich meine, ich denke, das hat der hämmert immer ganz schön. Na, jetzt kriegt er doch mit, dass irgendwie ein bisschen Männlichkeit vielleicht doch besser ist als.
Die Penkstulle von Mutti. Die Penkstulle von Mutti. Nicht ja, schlecht. Nicht schlecht, was? Hast du dir nicht hier. Oh Mann, die ja, Penkstulle. Ich kann dafür nicht drüber. Penkstulle? Ja, Mann, alles. Ich hab aber ich, die Dinge, die verdränge ich ja im Leben mit Absicht. Ja. Und dann kommst du. ja, Penkstulle. Ich kann dafür nicht. Um Himmels Willen. Scheiß Penkstulle. Ich habe ja verstanden, Penkstunde, ja, also... Ah, nee, das, bitte! Da habe ich gedacht... wird die züchtig? Nein, ich habe da nie, als wir da saßen, hast du mit erzählt, ich habe das akustisch nicht verstanden, dann habe ich Penkstunde verstanden, und dann habe ich gesagt, na, wie hängt der jetzt eine Krawatte an der Tür, klicke, bin er masturbiert oder was? Damit ja, ja, stimmt, das hast du gesagt, ja, stimmt. Wie gesagt, ja, du hast ja eine Penkstunde und dann musst du ja mal so ein bisschen Luft abschneiden, dann hängst du einfach an die Tür. Naja, so wie den Leon. Wäre auch eine Idee. Na, so wie den Leon damals, also ich kenne ihn noch, als er kleiner war, bevor ich in den Knast gegangen bin. Ja, das ist ja schon sehr lange her. Das ist schon sehr lange her. Und ja, dann kam ich ja, dann habe ich ihn ja wieder gesehen und dann hat er, war halt so anders, so wehleidig, so. Au, oh Mann, ich bin froh, dass ich Phase hoffentlich vorbei, also mehr oder weniger vorbei. Der hat jetzt auf den Bau geknüppelt, oder? Also da gehört ja, also. Ne? Und ey, der geht volles Risiko. Also ja. Das Problem bei Leon ist jetzt, dass er da hat er, keine Grenze kennt. Hat er die richtige Schutz, hat er Protektoren? Der hat alles. Also auch Nackenstutz. Alle, der hat alles. Also irgendwie hat schon Helm mit irgendeinem System, was er sich geholt hat. Da, ich habe keine Ahnung von den neuen Arti-Protektoren. Nein, gut nicht. Voll und Rücken und Schulter und ja, alles ist protektiert. Bombe. Hast du ja nun noch eine Bombe gefunden? Kavallerie. Ja. Hm? Was? Kavallerie? Was ist los? Armin. Du. Ja, sprich mal hier. Ich spreche. Na? Was los? Schaltstift abgebrochen oder was? Nein, ich glaube, der Schaltstift wurde. Der Schubklotz wurde wahrscheinlich falsch eingesetzt. Das heißt, also ich kenne mich mit Ladeschaltung nicht aus. Wenn ich sie jetzt nämlich nicht. Doch, jetzt kriegst du zum Schrott. Ja Mensch, da war das schon wieder so ein ruhiger Tag oder was? Das ist ja auch doof. Aber was soll man machen? Na gut. Naja, was soll ich sagen? Ruhig, ich hätte den Typ so fast mal auf die Fresse gebracht. Ach, wieso? Ich stand hier unten, der Typ kam an, ihr seid alles Nazi-Kinder, bla 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 und. Was war das für einer? Nazi-Kinder. Ach, das war der, den Hans auch schon mal hatte. Ja, genau, der war das. Wir sind Nazi-Kinder. Sind wir Nazi-Kinder, Ja, klar, hat er auch gesagt, ja, sind wir doch. Also, weil Hans da gesagt hatte, irgendwie wieder. Genau, und dann kommt so ein Typ an heute, ja, warst du dabei? Ja, ja. Achso. Ich habe mich köstlich amüsiert. Aber Achim, du hast ja gesagt, der kam schon zum zweiten Mal vorbei. Ja, genau, der erste Mal hat er Hans gehabt. Und diesmal hat er mich gehabt. Aber ist er jetzt neu wie die Tier oder was? Ja, also keine Ahnung, gesehen. Scheinbar. Also keiner von euch hat den vorher gesehen. Ich kann den ja noch mal sehen. Na und, was ist dann passiert? Was habe ich amüsiert? Tut zumindest er nicht. Naja, du warst ein bisschen sauer. Tja, also wenn man meine tote Mutter beleidigt, dann werd ich halt ein bisschen sauer. Und eigentlich wollte ich mir greifen. Und wenn mich die Bienen nicht überzeugt hätten, mit sein zu lassen, hätte ich das auch getan. Ja gut, aber was ist mit ihm passiert? Ja, ich stehe jetzt wohl weiter genommen. Ja, das war auch besser für ihn. Ja, schön Rolz. Und ja. Schön Rolz, siehst du, ja, hier Achim, gute Arbeit geleistet. Ja. Komischerweise beim ersten Erstgang eintreten hat sich super leicht angefühlt und dann schalte ich hoch so bis zum vierten, probiere aus und gehe wieder runter zum ersten und dachte so, alles klar, der erste, da ist er wieder. Ja, aber ich halte da ist er wieder richtig. Aber es war wundervoll. Na, ich halte es richtig, also. Ja, gut, es natürlich haltet. Jeden Gang. Ja. Aber meinst du denn, ist denn jetzt die Macht oder nicht? Hast du das Problem jetzt immer noch? Oder? Also ihr wartet, habe ich den Namen nicht. Nein, brauchst du nicht. Oh Mensch, da bist du gut. Na ja, was du gerade? Muss doch was, wenn schon hier.
muss heute alle weg. Nee. Weil am Montag kommt Müll. Aha. Und alle Tiere drin. So. Boah, ja. Er hat da seine Bierflasche stehen, das ist ja wirklich lustig. So, ich mach jetzt in den Sack. Hau jetzt in den Sack. Jo, voll, voll, nicht ganz so schnell. Ja, ich ja. Achim, ich hau ab, ich bring mal die Kinder ins Bett. 9 Uhr. Ja, brauchst du aber nicht. Nimm mit. Ich brauch nicht. Ja, na ja, was denn du? Achso, ja, ja. Ich hab nicht gedacht, dass es heute auch so lange dauert, ehrlich gesagt. Hab gedacht, ich komme eine Stunde früher vielleicht, aber Feierabend. So, und wir machen uns jetzt einen schönen Abend, ne? Nee. Natürlich, doch. Nee, nee, nee. Du bist total müde. Nee. Dann machen wir uns keinen schönen Abend. Wunderbar. Ich geh jetzt noch hin. Und ich stehe gerade auf. Wie auch immer, also, mein Feierabend. War ein toller Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, sagte Tommy.